Ich wollte dieses kurze Video heute nutzen, um den ersten Airdrop für alle Dimension Staker anzukündigen. Und zwar ist jetzt NIM Network das erste Projekt, das einen Airdrop an alle Dimension Staker ausschütten wird. Snapshot dafür war am 9. März und jeder, der bereits einen Dimension Token gestaked hat, es gab nämlich keine Minimum-Allokation, hat hier einen Airdrop bekommen. Der Airdrop ist ungefähr 1 zu 1. Ein bisschen mehr, als wenn man beispielsweise 75 Dimension Token gestaked hat, habe ich in meinem Fall 84 NIM Token bekommen und jede Wallet, die ihr beispielsweise in den Validatoren gestaked hattet, hat sich für diesen Airdrop qualifiziert. Was ihr dementsprechend machen wollt, um euch letztendlich für diesen Airdrop mehr oder weniger einzuschreiben, denn der wird am TGE direkt auf eure Wallet gesendet, aber ihr müsst jetzt hier in dem Fall einfach mal eure Wallet hinterlegen. Ihr kommt auf die offizielle Seite, Links natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann fügt ihr hier unten einfach eure Dimension-Adresse ein. Das kann sowohl die EVM-Adresse als auch die Dimension-Adresse sein, also die mit DYM beginnt. Ihr fügt diesen hier ein, dann solltet ihr eure Allokation sehen und dann müsst ihr nichts weiter machen. Ihr könnt das natürlich alternativ auch dadurch machen, dass ihr einfach eure Wallet verbindet. Das Ganze ist jetzt für die nächsten 14 Tage verfügbar und um vielleicht nochmal ganz kurz auf die Details einzugehen, wer hier alles was bekommen hat. Wir sehen das hier in diesem kurzen Absatz. Insgesamt werden 50 Millionen NIM-Token ausgeschüttet, 5% des gesamten Bestandes an Dimension Staker und es gab wie gesagt keine Minimum-Allokation und der Snapshot wurde am 9. März 2024 gemacht und das Ganze hat eine Obergrenze von 20.000 Dimension Token pro Adresse. Dann gab es noch einige weitere, die hier einen Airdrop bekommen haben. Wenn wir noch ein ganzes Stückchen weiter runter scrollen, dann sehen wir hier Leute, die im Ocean Protokoll aktiv waren, im OLAS Network oder in den Gitcoin Passport donated haben, allerdings zu einer früheren Zeit als dem 9. März. Die sollten sich hier für einen Airdrop qualifiziert haben, also checkt da definitiv auch eure Wallets. Und dann natürlich auch verschiedene NFT-Kollektionen, wie die sehr bekannten Pudgy Penguins, habe hier unter anderem auch einen Teil des Airdrops bekommen. Hier war allerdings der Snapshot bereits am 6.3., wie ihr unten der Grafik entnehmen könnt. Dann wollte ich dieses Video auch nochmal kurz nutzen, um darauf hinzuweisen, dass für die Leute, die ihre Dimension-Token beispielsweise nicht in den Validatoren gestaked haben, sondern einen gewissen Teil, in meinem Fall sind es ca. 25%, die ich liquide halte, diese auf Stride hinterlegt werden können, da man hier, der Post ist jetzt zwar schon vom 18. März, ich weiß nicht, ob die APR immer noch so hoch ist, zu dem Zeitpunkt war sie bei 130% APR auf die Stakes der Menschen-Token. Wenn man diese auf den verschiedenen Netzwerken gehalten hat, dann bekommt man letztendlich auch diesen Stride-Token Airdrop ausgeschüttet. Wie ihr das machen könnt, ihr geht einfach auf Stride, müsst dann dementsprechend eure Dimension auf die Stride-Chain schicken und diese letztendlich einfach nur einzahlen. Ihr seht hier, ich habe beispielsweise 110 Dimension-Token hier bei Stride liquide gestaked. Jetzt kommt wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Frage, ob sich diese Token auch für den NIM Network Airdrop qualifiziert haben. In dem Fall nein, weil das Liquid Staking hier bei Stride erst zum 15.3. oder 14.3. müsste das gewesen sein, live gegangen ist. Heißt, das war erst nachdem der Snapshot für NIM Network gemacht wurde. Heißt, sie sind hier noch nicht mit reingefallen. Ist aber eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in Zukunft auch mit diesem liquide gestakten Token auf Stride für Airdrops qualifizieren, wie wir es beispielsweise bei Staked Tier, Staked Atom oder den ganzen anderen gestakten Versionen auch tun. Und was der zweite Teil mit meinen liquiden Staked Dimension Token ist, ist das Ganze hier auf Demex auszuleihen, um natürlich das Maximale rauszuholen, hier letztendlich drei Airdrop-Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, also letztendlich alle Protokolle, die an Dimension Staker airdroppen, dann natürlich der Stride Airdrop, dadurch, dass wir unsere Token dort hinterlegt haben und der Demex Airdrop dafür, dass wir unsere Token hier letztendlich ausleihen. Da es natürlich auch hier einen Stake Dimension Pool gibt, und zwar hier unten. Es ist aktuell noch unklar, es sagt jetzt hier, man kann das Ganze auf Osmosis einzahlen und wie wir vorher in der Grafik gesehen haben, ist Osmosis auch für den Airdrop qualifiziert. Allerdings bin ich mir nicht sicher, da letztendlich Demex auf der Carbon Chain ist, ob wir uns, wenn wir jetzt schon unsere Stake Dimension Token hier hinterlegen, auch für den Airdrop qualifizieren. Deswegen halte ich meine weiterhin liquide auf der Wallet und erst wenn es wirklich offiziell ist, dann werde ich meine Token hier auf Demex hinterlegen, um diese 130% APR natürlich nicht zu verpassen. Und abschließend eine Sache noch, was auch für Dimension Staker interessant sein könnte, eine Quest hier auf Galaxy und zwar von Rivals Network, die nennen sich selbst ein AI-Driven Personal Data Provenance Deepen Roll-Up Built on Dimension Empowered by Celestia. Die haben jetzt eine Quest online für Early Adopter, die man abarbeiten kann, nur ein paar Social Tasks. Könnte interessant sein für zukünftige Airdrops, deswegen wollte ich das hier in diesem Video noch anbringen. Das soll es gewesen sein. Wie gesagt, ihr findet alle Links unten in der Videobeschreibung. Wenn euch diese kurze Übersicht gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, denn ich bringe täglich Videos auf dem Kanal, dann klickt einfach auf den Abonnieren-Button. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.